Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Leute. Ich sitze hier vor meinem Norco Aurum. Und warum das Norco diese Saison ein bisschen eine Pause bekommt, das erzähle ich euch in diesem Video. Ach so, okay, direkt. Wir waren vor ein paar Wochen das erste Mal wieder im Bikepark OE mit dem Steve zusammen. Steve war ewig lange nicht im Bikepark und sein erster Bikeparkversuch war natürlich im Bikepark Olpe. Wie sollte es auch anders sein? Ich habe an diesem Tag gemerkt, dass ich irgendwie mal Bock habe auf ein anderes Bike. Das ist ja geil. Das macht ja richtig Spaß. Ich weiß auch noch nicht. Yeah, yeah. Am Anfang des Tages war ich einfach happy, mal wieder auf dem Downhill-Bike unterwegs zu sein, weil es mir einfach mega Bock gemacht hat und ich das einfach vermisst habe. Jeder, der ein Downhill-Bike selbst fährt, kennt das Gefühl, wie es ist, so ein Big Bike zu fahren. Und das ist irgendwie mit nichts anderem richtig vergleichbar. Oh, ich kenne niemanden, der das sagt. Nee? Nee. Tammeln? Tammeln. Abgesehen davon, dass ich mich dazu entschieden habe, ja, dieses Jahr irgendwie keine Rennen oder sowas auszuprobieren, ist auch ein Downhill-Bike für viele Sachen eigentlich so ein bisschen zu viel. Es macht halt super Bock, aber es hat auch so einige Nachteile und ist auch eigentlich für den Einsatzbereich ziemlich klein. Diese Dinge sind mir allerdings alle zum Glück egal, weil es sozusagen nur mein Parkbike ist. Und es gibt auch so einige Spots, die wir dieses Jahr besuchen wollen, die mit so einem vollwertigen Downhill-Race-Bike, wie es das Norco ist, abgesehen davon, dass es kein 29-Zoll-Bike ist, irgendwie Quatsch sind. Wie zum Beispiel nach Sölden. In Sölden sind die meisten Trails dafür ausgelegt, für jeden fahrbar zu sein. Und ein Downhill-Bike macht auf den meisten Trails dort nicht so wirklich Spaß. Vielleicht erinnert ihr euch an den Trip letztes Jahr in Schladming. Dort war ich auch mit dem Downhill-Bike auf den Reiteralm-Trails. Einfach, ja, das war einfach zu viel. Das war viel zu anstrengend. Und ich habe schon des Längeren so das Gefühl, dass ich mal wieder Bock habe auf ein Enduro, was zwar auch in den Park kann und alles und auch dafür freigegeben ist, aber einfach so ein bisschen wendiger und verspielter ist. Ja, war doch easy. Kannst sogar noch schneller. Nachdem ich das
YT vom Steve gefahren bin und gemerkt habe, wie leicht das in die Luft geht im Gegensatz zu meinem Norco, habe ich dann noch mehr Bock bekommen. Leute, ihr vermutet wahrscheinlich schon richtig, es wird diese Saison ein Enduro-Bike geben. Und ich habe da ein Angebot bekommen, was super günstig einfach war und was ich nicht wirklich ablehnen konnte. Und wo ich einfach wirklich insgesamt einfach super viel Geld gespart habe. Und ihr wisst ja, die meisten meiner Bikes habe ich sehr, sehr günstig geschossen. Und ich finde, es muss auch nicht immer High-End sein, um Spaß zu haben. Und daran habe ich mich dieses Mal auch gehalten. Und dieses Bike werde ich auch noch ein bisschen umbauen, ein bisschen was daran machen, weil das Angebot halt so gut war, dass ich dann vielleicht ein bisschen in ein paar Teile und Parts investieren kann. Fährst du mir einfach hinterher, Junge? Komm jetzt. Jalla. Nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass das Norco jetzt irgendwie wegkommt oder sowas, sondern es wird einfach nur ein bisschen geschont und nicht mehr so oft verwendet, weil es gibt Parks, da macht das mega, mega Sinn. Zum Beispiel Bikepark Schladming, würde ich einfach immer ein Downhill-Bike mitnehmen. Oder vielleicht auch das Enduro als Downhill-Bike umbauen, um das einfach mal so auszutesten als kleines Projekt. Wir werden sehen, Leute. Ihr werdet auf jeden Fall mit dabei sein. Ich nehme euch bei Tag 1 sozusagen schon mit, wenn ich das Bike hier habe. Und dann nehmen wir auch die Umbaumaßnahmen vor. Ich werde euch einfach auf der ganzen Reise so ein bisschen mitnehmen. Und ich freue mich mega, ein neues Bike zu kriegen. Kleiner Tipp am Rande. Ich bin das Bike schon mal gefahren. Wer jetzt mitraten möchte in den Kommentaren, legt gerne los. In diesem Sinne, Leute, dieses Jahr wird auf jeden Fall cool. Und ich freue mich schon drauf. Macht's gut, lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Aktiviert die Glocke, Daumen nach oben und ratet mal in den Kommentaren gerne mit, was es für ein Bike werden wird. Wer weiß. Tschüssen.